Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted 2. Ja, ich hoffe, man hört jetzt eindeutig lauter als in der letzten Folge. Denn in der letzten Folge hatten wir das Problem, dass die Musik zu laut war. Ja, ganz einfach. Mein Mikro ist runtergefallen, ist etwas leiser geworden. Irgendwas war halt beschädigt und die Musik war dann wieder zu laut. Ja, deswegen tue ich jetzt irgendwas. Ne, mir ist aufgefallen, dass wir den nächsten Most Wanted, glaube ich, freigeschaltet haben. Und den werden wir jetzt gleich mal besiegen. Aber das machen wir nicht mit diesem Wagen. Wäre, glaube ich, eher eine schlechte Idee, mit diesem Wagen hier zu machen. Ich mache das natürlich mit dem, wahrscheinlich, mit dem Wagen, mit dem wir die ganzen Most Wanted machen, mit dem Lamborghini Gallardo. Das ist, glaube ich, ein Lieblingswagen hier bis jetzt in diesem Spiel. In diesem Spiel. Ja, wenn ihr nicht wollt, dass ich mit dem fahre, schreibt es in die Kommentare. Also, ihr könnt in die Kommentare schreiben, mit welchem Wagen ich fahren soll. Welcher euch am besten gefällt. Und der Wagen, der zieht! Der ist drauf. Macht Bock so zu fahren. Wir sind nicht gecrashed. Also Breitschutzkarosserie Pro, die kann was. Polizei. Alter, der hat das nicht bemerkt. Yay! Ups! Egal. Weiß gefällt mir nicht. Most Wanted Wagen, Most Wanted Nummer 5. Zielpunkt festlegen. Und das Ding zieht, der kann fahren, der Wagen, dem kann man fahren. Ich muss sagen, ein einziger Wagen in diesem Spiel hier fehlt mir. Mein Lieblingswagen von Need for Speed Hot Pursuit. Der Mercedes SLR McLaren Sterling Moss, der war so geil. Das war der ohne Windschutzscheibe. Ich fand den Wagen so geil. Und herausfordern! Oh, Alter, ich will ihn herausfordern, hallo! Hallo! Aber wir wollen hier gar nicht hin. Das ist gar nicht das Most Wanted Rennen, deswegen. Ups. Na, dann geht's halt weiter. Mit 240 geht's weiter, obwohl wir gerade mit 210 fahren. Ups! Falsche Richtung. Bisschen driften kann auch nicht schaden. Und Vollgas voraus. Volle Kanne. So. Der Lamborghini zieht echt, aber es leckt ein bisschen, kommt mir so vor, dass zwischendurch ein paar kleine Rucke sind. Ich habe aber normalerweise, also das sollte das nicht auffallen. Ich habe gerade 50 FPS ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das Problem ist, wenn ich gerade 50 FPS habe. Mann. Schneller! Ich rede gerade wieder relativ wenig, leider. Nein, ich muss drauf. Egal. Okay, nach dieser Einstellung hier schalte ich gleich mal bei der Grafik etwas runter. Das geht eh relativ schnell. So, Grafik. Ja, hochauflösend Texturen schalten wir da einfach mal aus. Ich merke keinen Unterschied. So, jetzt haben wir einfach mal bei HD hochauflösenden Texturen ausgeschaltet. Der Most Wanted 5. Alter, muss ich näher kommen. Na, geht doch. So, besiege den Porsche 918 Spyder Konzept. Der 918 Spyder, das Cabrio. Die Cabrio-Version von dem 918er. Echt geiler Wagen. Na?
ich mag die Vorschau. Alter, das ist echt eine geile Vorschau. Ja. Ich weiß, dass der Wagen geil ist. Mann, das sieht so geil aus. Aber die Farbe passt irgendwie nicht. Obwohl, weiß mit grünen Felgen würde ja passen. Überlege ich gerade so. So, und jetzt fahren wir gleich los gegen den. Und da zieht der Beinhard an uns vorbei. Das lasse ich mir aber nicht gefallen. Okay, doch, das lasse ich mir gefallen. Scheinbar schon. Ja, ich lasse es mir gefallen. Nein, das tue ich nicht. Natürlich lasse ich mir sowas nicht gefallen. Ups. Oh yeah, die Kurven liebe ich. Ich liebe solche Kurven. Das kenne ich noch vom Hauptpursuit. Da haben wir es auch so gut gefallen. Vorsichtig, Digga, das sind harte Gegner. In your face! Komm, schneller! 10:44 geht weiter. Ja, und wir kommen immer näher. Da ist er schon. Zentrale, bis dahin Tag zulegen, um an den Rasen dran zu bleiben. Ups. Scheiße. Alter, nicht aggressiv. Nicht aggressiv. So, jetzt holen wir ihn. Jetzt holen wir ihn uns. Nein! Nein! Scheiße. Hä? Jetzt bin ich nicht mal angefahren. Fail. Ah, da vorne ist gleich eine Tankstelle. Nein, werden wir nicht. Oh, gelb, Lamborghini-Farbe. Nein, ich kann nicht, das ist Lagebahn. Ja, wir haben noch 4,5 Kilometer, das reicht zum Aufholen. Oh, da, wir haben so gut, wir haben schon so gut aufgeholt. War das eng? Nein, nein! Scheiße! Nein! Ja. Wenn einem der Wagen mal auskommt, kann man ihn nicht mehr beherrschen. Oh ja, jetzt kommt die Straße. Die kann ich schon, auf der kann ich schon fahren, das habe ich schon gelernt. Das habe ich geübt, hier zu fahren. Naja, okay, doch nicht. Und tschüss. Eingeholt. So, die Straßensperre gehört uns. Jetzt noch das Ziel. Nicht mehr lang. Ja. So gehört sich das. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Nochmal 0,9 Kilometer. Aber er holt auf. Er holt auf. Das wird spannend. Nein, 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 nicht so weit nach außen fahren. Wie jetzt noch eine Wende oder sowas kommen würde, das wäre und erst ein Ziel! Wir haben es geschafft. Ich glaube es nicht. Beim ersten Versuch der Most Wanted besiegt. Was will man mehr? Ja, Lamborghini ist einfach ein Hammerwagen. Ja, du gehörst... Oh nein, nicht du. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Du gehörst jetzt auch mir. Mit unserem Lamborghini. Bam. Aber jetzt kann er fahren, der kleine Porsche. Hey, little Porsche. Ich habe ihn verloren. Lass uns die Suchteamflos checken. Na, es ist keiner little Porsche. Ja. Und da haben wir einen little Porsche gecrashed. Ich nenne das ein Wagen jetzt little Porsche. Der arme Fahrer. Nee, braucht er nicht. Er braucht mich einfach nur flüchten lassen. Dann habt ihr auch Ruhe. Ah. Jetzt fühle ich mich gut. Beim ersten Mal geschafft. Perfekt. Alter, mir ist gerade heiß. Na gut, es hat draußen 34 Grad.
Also ist es nicht gerade ein Wunder, dass es mir heiß ist. Alle Einheiten, Achtung, Verdächtiger wurde nicht geortet. Streifdienst zunächst fortsetzen. So. Da steht unser großer Bruder. Also unser älterer Bruder, besser gesagt. So. Muss, ja, Wagen. Den Porsche, den holen wir uns natürlich sofort. Den probieren wir gleich aus. Ja, hier gleich im McLean. Na komm, Little Porsche. Ja, yeah, Alter, der zieht. Der hat drauf! Ja, da kommt so ein scheiß Zivilist, der unfähig ist zu bremsen. Ich meine, wenn man sieht, da kommt auf mich zu, dann steige ich auf die Bremse und fahre ihn nicht Vollgas rein. So. Alter, der Wagen ist geil, der ist voll dynamisch. Juhu, mein Little Porsche, der kann's. Farbe wechseln, wollte ich gerade. So, den habe ich jetzt natürlich absichtlich geschrottet. Ist ja klar. Hey, geil, da gehen... dass ich ihn reparieren kann. Nee, aber da gehen hinten zwei solche geile Dinger raus. Guckt euch das an. Jetzt, bei den Sit, bei den, wo Fahrer und Beifahrer sind. Alter, ich glaube, ich fahre ein Rennen, weil sonst ist noch alles für den Arsch hier. Nein. Ja, Rennen. Cold Burn. Zielpunkt festlegen. Jetzt guckt euch das an. Das ist ja endgeil. Das klappt sich dann hier so auf. Aber eins muss ich schon sagen an Need for Speed Most Wanted 2. Ich kann die Welt hier nicht auswendig. Ich weiß nicht, wie ich von einem Punkt zum anderen komme ohne GPS. Bei Most Wanted 1 wusste ich's. Aber bei Most Wanted 2 weiß ich's nicht. Abkürzung. Ich weiß noch nie. Oh, die Polizei kommt. Wir fahren ganz langsam. Schon vorbei, können wir wieder schnell fahren. Der Welt fail, ich habe mich gerade nicht konzentriert. Alter, wenn man sich nur eine Sekunde lang nicht konzentriert, ist gleich alles für den Arsch. Oh, aber der. So, jetzt haben wir ihn wieder aufgestellt, oder? Haben wir das? Warte, wo ist Rückblick? Wie kann ich zurückblicken, mit welcher Taste? Na, egal. Oh, Polizei. So, ich mache jetzt mal was Lustiges. Und das haben wir schon mal mit dem Renfer gemacht, glaube ich. Und nochmal auf die Tankstelle. Farbe wechseln. Ja, oh, mein Headset ist gerade. Es ist so heiß, dass ich mein Headset an mir anklebt. Es ist wirklich so heiß draußen. Überholen. Alter. Mein kleiner Little Porsche. Und wir hüpfen hier jetzt. Hui! Hui! Ist oben. Da oben steht ein Wagen. Ich glaube, es ist der Ariel. Ja, es ist der Ariel. Ja, ja, das wird der Ariel sein. Ja, Ariel. Das Waschmittelauto. Der heißt ja auch Ariel Atom. Also Atomwaschmittel wäre ich mir nicht ganz so sicher, ob ich das haben will. Nukleares Waschmittel. So. Falls ihr wissen wollt, warum ich gerade abgebremst habe, die Polizei ist gekommen. Wenn ich zu schnell bei der Polizei vorbeirase, dann verfolgt ihr mich. Deswegen bin ich gerade extra lang. Ja, jetzt wisst ihr es auch. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise. Nochmal Farbe wechseln. Gibt's denn nur? Den gibt's nur in Seelen. Dunkelgrau und in Weiß. Geil. Das Dunkelgrau gefällt mir besser.
So, wir haben uns in der Wand verewigt. Also, in der Wand haben wir jetzt eine Verewigung. Und die Folge ist zu Ende. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.